So, ihr Lieben, es geht weiter mit der nächsten Demo. Und zwar das Spiel, was ich meinte, das nicht so ganz typisch für mich ist. Und zwar spielen wir Stuffed. Wie man sieht, haben wir es hier mit niedlichen, goldigen Kuscheltieren zu tun und einem sehr vertrauenserweckenden Menschen sowie einem Hai, der im Fußboden steckt, und da hinten sehe ich noch einen Roboter. Das ist logisch, es ist auch eine Demo, wie alle anderen Spiele hier auf diesem in diesem Projekt auch. Das lässt sich ganz wunderbar mit Gamepad steuern, also zumindest hier im Menü bis jetzt. Rest sehen wir dann. Tutorial. Online Play kommt auch. Finde ich natürlich sehr interessant. Es ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, daran ein Action-Game? Also im weitesten Sinne. Wir werden es uns einfach angucken. Ich bin sehr gespannt. Das hier kommt jetzt als kleine Abwechslung zwischen den beiden Builder Simulator Folgen. Damit ihr mir nicht ewig beim Zement herstellen zugucken müsst, kommt jetzt mal sowas. Es läuft jetzt gerade auf höchsten Grafikeinstellungen. Werde ich bei allen Demos so handhaben, sofern es dann schon halt die Performance schon gut ist. Dann, was ist das hier eigentlich? Oh, wie süß! Nein! No, no, Panda-Bär. Das Fell finde ich süß gemacht. Sieht sogar sehr schön aus. Er ist auch süß. Mal hier. Tigerbär. Nimm den hier. Oder den normalen braun. Streifenbär. Wäre zwar auch cool, aber ich möchte ihn hier. Streifenbär. Farbe? Ach, guck mal. Ich kann hier verschiedene Farben freischalten, freikaufen. Ups, gibt es das bei anderen Teddys auch unterschiedliche Farben? Ach so. Aber ich finde den in Blau eigentlich schon ganz schick. Denn wir können natürlich mal probieren, ob es denn überhaupt funktioniert schon in der Demo. Aber muss ja. Wir kaufen mal den Grün, den finde ich nämlich auch ganz witzig. Wie noch? Are you sure? Oh, yes. Ja, geht doch. Guck mal, wie schön. Choose a color. Ja, dann kaufen wir noch ihn hier wieder zurück, dass wir ihn noch nehmen können. Ja, klar. Immer doch. Jetzt haben wir keine Kohle mehr. So. Earn Bear Coins. Okay. Neue Fälle und Outfits. Oh, out! Oh. Kacke, das habe ich nicht gesehen, ihr Piratenbär. Oh mein Gott. Ist der klasse. Oh. Das ist schön. Das ist so schön. Waffen. Oha. Oha! Ist das eine Kaffeewaffe? Cool! Baked Beans! Oh man! Jelly Beans! Wie mit einem gefährlichen Einer und wir schießen wir mit Klopapierrollen? Oha! Oh! Boomkorn! Ha! Eine Bombe! Popcorn! Yay! Ist okay, das gefällt mir sehr gut, aber wir möchten erstmal das Tutorial spielen zur Einstimmung, natürlich, damit wir klarkommen. Ellie, nimm das, Ellie. Wir werden nicht sowas von fertig machen, da die Sorgenfresser. Niedlich, diese fiese Ente da. You are Teddy. Ach, ich beschütze Ellie, während sie schläft. Okay. Switch Weapon.
Ein Stock. Und wie schieße ich? Nimm das, du Gnom. Ich habe den Albtraum zerstört. Aha. Granate? Wohin denn? Hier ist gar keiner. Boomkorn! Nimm das! Hui! Points? Ja. Doors? Ich hab schon eine Tür. Ach so, dann schalte ich neue Dinger frei. Neue Räume. Okay, cool. Ich bin gerade damit beschäftigt, mich ein bisschen umzusehen. Toys. Kostet das. Da hat sich die Dings erledigt. Teddy wird dich beschützen, Ellie. Oh, hier zwei. Was? Enter the Teleporter. Das hier ist ein Teleporter? Ach so, ich versteh's. Aha. Wie? Wie sprinten? Wie? Buy new weapons. Aha. Was ist das? Okay. Okay, das ist sehr cool gemacht, weil das einfach aus so Spielzeugen gebastelt ist alles. Eine Jelly Boom Boom. Mhm. Und Skate Arboy. Cool, klasse. Comics Fans. Mit Smarties. Nee, das ist das andere. Ach, Fans, weil es ein. Das ist ein Ventilator. Alles klar, cool, abgefahren. Ich kaufe die Jelly Boom Boom. Mhm. Ha! Wow. XP, ja. XP Station. More Speed. Ein Gespenst oder Alien stirbt. Shadow Monster. Okay. Also wenn jemand sieht, ein Albtraum die Tür versucht hat zu betreten, ist sie kaputt. Dann heile ich die Tür. Okay, habe ich doch gemacht, oder nicht? Ach so, ich muss das erst kaufen und dann. Ellies Tür ist repariert. Okay, ich habe eine. Mhm. Neue Map. Wieso ist. Ach so, ach so, ah, so. Ach doch das. Ach so.
Wollte schon sagen, haben die nicht gesagt, sie wollten mich ins Main-Menü zurückschicken? Also das macht Bock. Guck mal, wie es ist, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Ja, guck mal. Guck mal. Zweit kann man es auch spielen. Mit Splitscreen, guck mal. So, aber local. Ja gut, okay, aber mach gerne. Das ist auch cool. Splitscreen. Mein Gott. Ich denke gerade sehnsüchtig an Mario Kart. Ganz sehnsüchtig. Singleplayer. Custom Mode. Original Mode. Ich werde euch vernichten, die Albträume. Okay, die Idee ist sehr süß. Das macht echt Bock. Ich habe bis jetzt auch noch nichts irgendwie, außer dass man sehr nah an der Tür stehen muss, finde ich. Um die zu aktivieren, aber das ist echt nur eine Kleinigkeit, renne ich halt gegen und sehe dann, ich kann sie aktivieren. Geht ja auch. Und ich brauche den Piratenbären. Aber offenbar hat Ellie Angst vor ihren Spielsachen, außer vor Teddy. Denn der ist lieb. Und beschützt die Nacht mit irgendwelchen komischen... mit komischen Waffen. War so ein süßes Game. Hier spielen wir noch mal eine kleine Runde. Wenn mir das weiterhin Spaß noch macht, schieben wir da vielleicht immer zwischen die... Kobold! Stirb, du! Scheiße! Treff nicht! Bist du schlecht? Du wirst... die Waffe ist nicht so gut. Scheiße, ich habe keine Dings mehr. Ich werde euch hier verkloppen. Teddy ist bald tot. Okay, warte. So. Oh, sie kommen die Treppe hoch. Die ganze Horde. Na. Scheiße. Alter, das ist schwer. Nein, die Enten. Scheiße. Jetzt gehört euch. Die verdammten. Oh. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Ich muss in den anderen Raum gehen. Wieso kommen da plötzlich so viele auf einmal? Kobolde, da. Die sind zu schnell. So, hahaha. So müssen wir das machen. Na, nachladen, schneller, Teddy. Scheiße, Waffe. Haha. Was passiert? Die zweite Welle. Oh, da kommt die Ente hoch. Stirb. Oh, Drecksvieh. Die sind voll besessen. Nein. Ja, die spuckt ihre Zähne aus. Scheiße.
Scheiße, keine Rüstung, keine Dings, keine Dings, keine Dings, keine Dings. No. Wechseln. Fuck, seid ihr viele. Entschuldigung. Aber wenn ich von irgendwelchen gruseligen Gartenzwergen angegriffen werde, kann das schon mal passieren, dass man flucht. Ach, blöde Ente. Verzieh dich aus der Kinderküche. Ah! So. Du hast hier nichts zu suchen. So. Kumpelzwerg. Ich würde gerne die Ente ausschalten, die nervt. Das macht richtig Spaß, das Spiel. Ich sollte öfter mal sowas machen. Öfter mal Zwerge erschießen. So. Welle 3, oh mein Gott. Da kommen wir schon angerasselt. Nein. Haha, oh Gott, ein Roboter. Ah, Enten, Enten, Enten. Nein! Du alte traumhafte Ente. Da habe ich euch. Das funktioniert gut, aber hab ich hier das kaputt gemacht jetzt? Ich glaube ja. Kann ja mal passieren. Oh, die beißt. Und ist tot. Level Up Station, wie geht das nochmal hier? Mehr Schaden. Noch ein 1000 Münzen kommen. Was passiert? Hier schießt irgendjemand. Da, der fliegt. Oh mein Gott. Nein. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott, sie verprügeln mich mit ihren Stöcken. Hallo, ich hänge hier fest. Okay, das ist doof. Ich bugge fest. Ich bugge fest. Ich bugge fest. Scheiße. Vier Wellen überlebt. Guck mal, jetzt 64 Albträume vernichtet. Dieses Kind hat 64 Albträume. Ah, mit Headshots kann ich so schneller töten, offenbar. Mhm. Das ist interessant, aber das war's jetzt erstmal mit der ersten Runde von Stuffed. Ich muss sagen, das Spiel ist richtig geil. Ärgerlich war gerade mit diesem Festbuggen. Ich hing im Geländer irgendwie, wie ähnlich wie bei dem Bilder-Simulator, wo ich mittlerweile rausgefunden habe, was passiert. Ich gehe einfach davon aus, dass ich irgendwie der Wasserhahn irgendwie an einer unvorteilhaften Stelle steckte und deswegen, also ich meine jetzt den Hintern, und deswegen kam ich nicht weiter. Sah so aus, wenn ich mich umgedreht habe, war dann der Wasserhahn direkt hinter mir. Kann ja mal passieren. Also dieses Game macht richtig Bock. Es kann gut sein, ich bin nicht sicher, ob ich meinen Satz vorhin beendet hatte, dass ich sah, dass richtig Bock macht. Einfach zwischen die anderen Demo-Folgen zwischenschiebe, weil das ist richtig cool. Ich finde die Idee cool, ich finde die Idee das cool mit den verschiedenen Kostümen. Das ist nochmal ein bisschen was. Und es macht alleine schon richtig Spaß und ist auch anspruchsvoll, das ist echt schwierig. Ich meine, mit den Bomben jetzt, wo ich das weiß, dass die richtig gut funktionieren, wird es ein bisschen, kleines bisschen einfacher, denn diese schnellen Dinger. Und ich bin nicht sicher, ob ich einfach nur schlecht mit dem Gamepad bin oder ob
die Steuerung noch ein bisschen hakt, aber ich befürchte, es liegt an mir. Weil manchmal kriege ich das mit dem Ziel nicht so richtig hin. Dann müsste ich mal gucken, wie sich das mit Maus kann man das, glaube ich, gar nicht steuern. Ich weiß es gar nicht genau. Müsste ich mal gucken, ob man es mit Maus... Wenn es auch mit Maus steuerbar ist, dann... Wobei dann der Rest zu lange dauert wahrscheinlich. So Rüstung aufnehmen, Dings aufnehmen, neue Muni. Na gut, mal gucken. Wir lernen ja noch. Das hat richtig Spaß gemacht. Also tatsächlich hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, okay, das ist jetzt ein für einmal so testen. Das macht richtig Spaß. Also das Spiel wird, glaube ich, das wird, glaube ich, was. Und dann online mit gegen irgendwelche anderen Leute, mit Freunden gegen Freunde. Oder mit Freunden zusammen. Ich weiß es nicht, ob die Freunde dann die bösen Albträume sind. Wäre auch lustig. Aber mal abwarten. Das macht auf jeden Fall richtig Bock. Gut. Das war's also von Stuffed. Ich gehe davon aus, dass wir das immer zwischen die Folgen zwischenschieben. Zwischen andere. Beim nächsten Mal gibt es dann den Rest vom Builder Simulator. Dann kommt wieder Stuffed natürlich, der Logik nach. Und gucken, ob wir hier unseren Rekord dann schlagen können. Und dann geht's mit einer anderen Demo los. Weiter, wie auch immer. Und das machen wir jetzt so lange. Erstens, bis ich meine Demos durch habe. Und zweitens, bis ich zumindest bei Little Nightmares die ganzen Extras gesammelt habe. Das dauert nicht mehr lange. Was jetzt nicht heißt, dass wir das nicht mehr lange machen hier mit den Demos. Das wird schon noch ein bisschen gehen. Ich will ja die Demos zumindest alle einmal ausprobiert haben, die ich jetzt schon mühsam installiert habe. Das bleibt auf jeden Fall auf dem Computer drauf erstmal. Logisch, sonst könnten wir es ja nicht mehr spielen. Ja, und dann geht's weiter. Aber das war trotzdem nur eine Nacht. Wieso? Du Scheiße. Okay. Na gut, macht auf jeden Fall richtig Bock. Wenn ihr Lust darauf habt, probiert es doch mal selber aus. Ich finde es richtig cool, das Game. Ich denke, da wird dann die Preisfrage entscheiden, ob ich es mir dann hole oder nicht oder sofort hole oder lieber auf den Sale warte. Das ist, bei sowas ist das für mich eine Preisfrage mit, weil es ist halt nicht so, dass ich so normalerweise spiele. Da entscheidet dann natürlich das ein bisschen. Also bis jetzt mega, mega spaßig. Aber wir sehen mal, wie es weitergeht dann. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund und alles. Und ja, habt bitte nicht auch 64 Albträume in einer Nacht, das wäre sehr furchtbar. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffentlich hattet ihr ein bisschen Spaß hier, mir bei meinem Kampf hier gegen die bösen Albträume zuzusehen. Und bis zum nächsten Mal, tschüssi!